Ja, was sind gerade die echten News sozusagen? Ja, wir leben in einer Zeit, eigentlich in der zu Zeiten Charles Darwins hatten wir das auch das Gleiche. Ja, es gab lauter Irrtumskonzepte sozusagen darüber, wie Leben funktioniert. Und jetzt haben wir hier die Zeit, wo es lauter Irrtumskonzepte gibt, wie die Gesellschaft funktionieren soll, lauter unausgegorene Konzepte wie Felbers Gemeinwohlökonomie oder Nico Pechs Postwachstumsvorstellungen, alles unausgegorene Konzepte. Und jetzt haben wir, wie damals gab es Darwin, und jetzt haben wir die zweiten Scientists for Future 2, die ja auch die direkten Darwin-Nachfolger sind, also sozusagen. Und damals war es so, dass diese ganzen Irrtumskonzepte einfach jetzt völlig in Vergessenheit geraten sind. So wird es auch all diesen Konzepten geben hier, über die ich gleich spreche, gehen. Und am Ende blieben nur Alfred Russel Wallace und Charles Darwin als die einzigen übrig, die Recht hatten, ne? Und die es wussten, wie es geht. Und hier darum geht es eben auch. Also, es wird sich dann, irgendwann wird sich herausstellen, dass die einzigen, die es können, der Weltrat der Weisen, die zweiten Scientists for Future 2 sind. So, dann schauen wir uns doch nochmal hier an. Fangen wir an mit dem ersten Aspekt von Felber bei Christian Felber, Gemeinwohlökonomie bei Thilo Jung, Jung und Naiv. Die Weiterführung. Ja, Christian Felber zeigt eine eindeutige Leistungsfeindlichkeit. Er ignoriert das Thema der Wettbewerbsfähigkeit. Ja. Er sieht dabei nicht, aha, wenn also wir sozusagen in irgendeiner Weise, gucken wir es uns mal an, naturwissenschaftlich, wenn wir unsere sozusagen unsere Leistung sozusagen ein bisschen schleifen lassen. Sozusagen, es wäre ein schöner Gedanke, wenn wir nicht mehr so sehr eine Leistungsgesellschaft sein könnten. Es wäre ja auch die Idee, das haben ja auch die zweiten Scientists for Future 2 zum Beispiel, nur noch 4 Stunden am Tag arbeiten. Ja, aber wenn wir das jetzt machen würden, also ohne dass die ganze Welt den Ausstieg aus dem Kapitalismus, aus der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, den vollständigen Ausstieg vollzieht, sondern wenn man jetzt Felber denkt ja quasi im Jetzt, ja, und da der entscheidende Denkfehler. Es wäre eben jetzt zu früh, irgendwie leistungsfeindlich zu sein, sondern wir müssen eine Leistungsgesellschaft bleiben. Warum? Weil wenn hier, stellen wir uns nur vor, dieses Land hier würde jetzt 4 Stunden am Tag arbeiten, alle anderen arbeiten 8 Stunden am Tag, dann sozusagen ist irgendwann, sind wir dann dabei, dass also hier diese Länder wie die USA, ja, sozusagen super Hightech-Flugzeuge entwickeln, Bomber und so weiter entwickeln. Und das Land, das 4 Stunden arbeitet am Tag, sozusagen, das sozusagen ist nicht in der Lage, noch nicht einmal die von den zweiten Scientists for Future 2 ins Gespräch gebrachten, super, also ganz kleinen, blitzschnellen, überall hinkommenden Abwehrraketen, die also stationär im Boden verankert sind, nicht zu Angriffen benutzt werden können und auch überhaupt keine ausreichende Sprengkraft hätten, um irgendetwas angreifen zu können, die einfach nur in der Lage sind, jedes anfliegende Flugzeug, jede anfliegende Rakete, alles, was kommt, jeden Panzer, egal was es ist, punktgenau auf Zentimeter genau, einfach nur einen Stich zu versetzen, sodass das Ding sofort abstürzt, ja, sobald es, sodass es dann direkt auf der Grenze
zu Europa oder Deutschland alles abstürzt und runterfällt und unschädlich gemacht wird. Ja? Das ist sozusagen ja, das geht aber nur, wie will man solche Hightech-super-brillanten Abwehrraketen machen, wenn die USA zum Beispiel, ja, wenn man dort 8 Stunden am Tag an der Erforschung von Angriffsflugzeugen arbeitet und bei uns nur noch 4 Stunden am Tag gearbeitet wird, an diesen super Hightech-Abwehrraketen. Ja? Dann wird es einfach so sein, dass diese Angriffsflugzeuge und Raketen überlegen sind und bei der nächsten Gelegenheit wird es uns so gehen, wie eben Saddam Hussein und seinem Irak einfach mal alles zu Klump schießen, alle umbringen und so weiter. Und ja, das wird dann halt kommen, ne? Irgendwann. Denn das ist nun mal so, solange wir den Kapitalismus noch nicht weltweit beendet haben, ist der Kapitalismus das kriegstreiberische System schlechthin. Es gibt immer irgendeinen Grund, irgendjemand anderen zusammenzuschießen und so weiter. Und das wird halt auch gemacht. Ja, und gerade eben Syrien, damals der Irak. Und auch, ja, das wird immer so weitergehen. Was nächstes ist vielleicht der Iran dran, der zusammengeschossen wird. Wie war das? Der Dings wurde umgebracht. Wie heißt der da von Libyen? Gaddafi. Den haben sie abgeschlachtet und alles zusammengeschossen. Ja, das ist einfach so. Und wenn ich jetzt quasi, und Felber weiß doch, dass der Rest der Welt noch so ist, wie er ist. Und solange der Rest der Welt nicht gleichermaßen ein völlig anderes System hat, sozusagen den Ausstieg aus dem Kapitalismus geschafft hat, solange ist es völlig absurd, sozusagen eine solche Leistungsfeindlichkeit zu haben und so weiter. Ja? Denn am Ende wird wohl doch alles, wird am Ende alles eben sich doch, der Evolutionsverlauf wird auch übrigens ohne Kriege, wird der Evolutionsverlauf immer noch so sein, dass die Leistungsfähigeren sich tendenziell vermehren werden und ausbreiten werden und so weiter. Aber da komme ich gleich zu. Ja, also, ich lese mal weiter. Ja, als wäre die Welt ein Ponyhof. Das ist so das, was da in Christian Felbers, das ist diese naive, weltfremde Art, als wäre die Welt ein Ponyhof, wo es egal ist, ob man sich noch verteidigen kann. Ja? Die zweiten Scientists for Future 2 sagen ja auch, selbstverständlich müssen wir aus dem die Fehlsteuerung der Waffenindustrie ändern. Also sozusagen hier, deren Vorschlag lautet ja, hier, liebe deutsche Waffenindustrie, ihr kriegt vom Staat aus die Aktionäre der deutschen Waffenindustrie, die deutschen Aktionäre überwiegend kriegen von Staats wegen die Dividenden konstant gehalten in den nächsten Jahren, vielleicht sogar noch kleine Dividendenzuschläge sozusagen. Wenn ihr es schafft, dass ihr müsst euch entscheiden, euch für ein Krisengebiet, mit dem ihr viele Kontakte habt, wo ihr vielleicht auch viele Waffen schon hingeliefert habt und also da auch persönliche Kontakte habt, ihr müsst euch für ein Krisengebiet der Erde zuständig erklären. Und wenn dann im nächsten Jahr die Zahl der getöteten Menschen um 5% abgenommen hat,
dann bekommt, kommen eure Aktionäre, bekommen die Aktionäre die gleichen Dividenden weiter oder vielleicht sogar noch einen kleinen Zuschlag, wenn der üblich gewesen wäre, damit niemand sich bestohlen fühlt durch diese politische Praxis. Aber letztendlich heißt, ist das das eindeutige Signal, dass diese, dass alle deutschen Rüstungskonzerne sich in Friedenssicherungskonzerne umwandeln müssen sozusagen. Und das heißt, dass sie sozusagen eher Friedensarbeiter in die ganze Welt raussenden, wenn sie noch erfolgreich haben sein wollen und wenn richtig, wenn sie sozusagen als Friedenssicherungskonzerne wenigstens dann überleben wollen, müssen sie also letztendlich Friedensarbeiter in das Krisengebiet reinsenden und dann müssen sie dafür sorgen, dass dort Frieden herrscht und so weiter. Und selbstverständlich sind diese Konzerne auch alle für Deutschland und Europa zuständig oder erstmal nur für Deutschland. Und wenn also stellt man sich vor, es gäbe einen Angriff auf Deutschland und diese Hightech-Raketen wären nicht da und Deutschland würde irgendwie, da würden Leute getötet, dann würden diese getöteten Menschen in Deutschland dann also eben auch wieder dazu führen, dass eben die Dividenden nicht konstant gehalten werden, sondern drastisch absinken, ja. Und so ist es dann so, dass also diese deutschen Rüstungskonzerne sich spezialisieren auf die Hightech-Abwehrraketen, mit denen man alles Anfliegende abschießen kann. Aber damit müssen diese kleinen Raketen, diese Mini-Raketen müssen quasi, die müssen letztendlich, ja, so wie Stecknadelstiche, aber diese Stecknadelstiche müssen so Hightech-mäßig sein, dass sie technisch eigentlich allem anderen überlegen sind. Sonst kommen die ja durch, die angreifenden Flugzeuge, Bomber und so weiter oder Raketen und so weiter. Also hier, Deutschland hätte dann so einen Ring um sich mit hier solchen winzigen Raketen, die wie Nadelstiche alle und hochcomputerisiert und hochfein gesteuert und so weiter, alles direkt abschießen, was auf Deutschland bedrohlich zugeflogen kommt oder zugefahren kommt. Ja, ja, und das ist das, worum es geht sozusagen. Ja, das sind ja auch so Mini-Raketen, mit denen man ja auch jedes andere Flugzeug abschießen kann, wenn es die höchste Qualität ist. Ne? Und die brauchen wir. Ja. Am Ende steht nämlich immer, weil solange nicht die ganze Welt aus dem Kapitalismus ausgestiegen ist, steht immer am Ende die waffentechnische Überlegenheit. Der Irak und Saddam Hussein, die haben bestimmt auch gedacht, oder auch Gaddafi und Libyen, die haben auch gedacht, ach, uns wird schon nichts passieren, ist doch alles so friedlich und so. Und dann macht es Rums und dann werden alle ab zusammengeschossen. So ist die Welt, die kapitalistische Welt. Also, und Felber würde quasi letztendlich Europa massiv gefährden, beziehungsweise die Zukunft Deutschlands massiv gefährden, weil er ja quasi einerseits die mit seiner Leistungsfeindlichkeit sozusagen Deutschland nicht mehr die Konkurrenzfähigkeit von Deutschland weiter ruinieren würde, die sowieso schon ruiniert ist sozusagen. Und er ignoriert einfach auch die Tatsache, dass dann Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig wäre und irgendwann auch waffentechnisch unterlegen wäre, also die Abwehrraketen nicht gut funktionieren würden und so weiter, ja. Gut, gehen wir mal kurz rüber zu Max Otte, ein Schluck Wasser. Professor Max Otte gehört ja wohl auch zur Werteunion und so weiter. Er spricht von Schimpansen und da muss man ihm sagen, lieber Professor Max Otte, das ist ein schwerwiegender wissenschaftlicher Fehler.
genauso hochgradig verwandt mit uns Menschen wie die Schimpansen sind, nämlich die Bonobos, nur dass die eine andere Intelligenzstruktur haben, die uns viel ähnlicher ist. Die haben nämlich ein noch viel höheres Ausmaß an sozialer Intelligenz, sind deswegen viel, viel weniger machtorientiert und viel friedlicher als die Schimpansen sozusagen. Und das ist also ein schwerer Denkfehler. Sie sollten sich auf keinen Fall mit Bonobos beschäftigen. Wir sind eigentlich wir Menschen sind die Parallelevolution zum Bonobo und nicht zum Schimpansen. Ne? Ja, dann sagt aber Professor Otto richtig, ja, wir müssen das Soziale etwas stärken. Also er will im Gegensatz zu Dr. Markus Krall, der ja sozusagen ja so ganz radikal ist sozusagen und am liebsten das Staatliche fast ganz zum Verschwinden bringen lassen würden. Professor Otto hat da das richtige sozusagen Verhältnis dazu. Er will das Soziale etwas stärken und so weiter. Sie erkennt auch im Gegensatz zu Dr. Markus Krall, dass diese Überindividualisierung in Wirklichkeit, ja, ich sag's mal, wie die zweiten Scientists for Future 2 es sehen, nämlich als eigentlich Vereinsamung, Vereinzelung, der einsame, kaufsüchtige, konsumsüchtige Single sozusagen als Endziel der freien sozialen Marktwirtschaft. Und das ahnt immerhin Professor Otto, dass da was nicht stimmt mit dieser Überindividualisierung. Ja, ja, dann nochmal wieder zwischendurch zu Felber. Also er spricht vom Tierwohl, ja. Das ist wieder die nächste Träumerei. Das führt nämlich zur Eroberbarkeit. Ja? Also schildern wir das mal ganz kurz. Jetzt haben wir hier zwei Staaten evolutionsbiologisch. Hier haben wir zwei Staaten. Ja? Der eine Staat kümmert sich um das Tierwohl, also um eine andere Art. Das wäre so ähnlich, wenn sich die Löwen, bevor sie zubeißen, um das Wohl des Gnus, des Zebras, der Giraffe und des Büffels oder was auch immer sorgen würden und kümmern würden. Das ist also etwas völlig Widernatürliches, also so eine Art Tierwohlromantik und Träumerei, ja. Jetzt würden wir uns um die Tiere kümmern, ja, würden vielleicht viele Milliarden dafür aufwenden, dass es unseren Tieren hier ganz besonders gut geht und zwar gesünder, also mehr um das Tierwohl kümmern, also mehr als nötig ist, um eine gesunde Ernährung zu machen, solange man überhaupt noch Fleisch essen will. Ne? Das ist ja eine andere Frage dann wieder. Aber sozusagen jetzt würde dieses Land viel Geld dahin verlieren, würde wieder sozusagen nicht genug Geld haben, um diese Mini-Abwehrraketen, diese im Boden verankerten Mini-Abwehrraketen Hightech-mäßig genug entwickeln zu können, wird dadurch angreifbar. Und irgendwann geht es dann wie dem Irak, ja, Irak, und dann ist da alles vorbei. Dieses Land und seine Bewohner, die so denken, sterben also aus und übrig bleiben die sagen, nein, also wir auch bei den zweiten Scientists for Future 2 würde es also so sein, dass genau so viel man sich um das Tierwohl kümmert, wie für die Gesundheitsförderung der Bevölkerung sinnvoll ist und nötig ist. Ja? Also mit Vernunft und Verstand gemacht, mit naturwissenschaftlichem Maß sozusagen und nicht mit irgendeiner idealistischen Träumerei, die im Prinzip Deutschland und Europa oder was auch immer ruinieren würde. So, was macht Felber noch? Zum Beispiel will er, dass ein Lebensmittelkonzern nicht größer als 5 Milliarden
wahrscheinlich Jahresumsatz oder irgend sowas sein soll. Ja? Das heißt, wir müssten jetzt anfangen, irgendwelche größeren Konzerne aufzuspalten und so weiter. Er spricht dann später ja auch von Wohnungskonzernen, wo er also eigentlich nur noch drei Wohnungen pro Person als Eigentum zulassen will. Das heißt, manche Konzerne müssten dann irgendwie zehntausende Wohnungen verkaufen und so. Ist alles völlig unnötiger Aufwand, das würde alles Deutschland riesig schwächen und im Wettbewerb völlig runterbringen sozusagen. Während im Gegensatz dazu die Wohlfühlstimme, also die Wohlfühlnotenwahlstimme, die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten der zweiten Scientists for Future 2, die also richtige Gemeinwohlökonomie können, also auf jeden Fall die Beendigung des Kapitalismus, also also auf jeden Fall die richtige postkapitalistische Gesellschaft können. Und dann die Wohlfühlstimme sozusagen, dann ist es doch egal, wie groß Lebensmittelkonzerne sind, solange es noch genügende sind, dass der Wettbewerb nicht eingeschränkt wird. Dass also das Kartellamt muss natürlich knallhart durchgreifen und so weiter. Es darf keinerlei Monopolbildung geben, ja, sondern solange wir noch fünf wirklich in Konkurrenz stehende Firmen haben, die keinerlei Absprachen machen, natürlich muss sozusagen auch die Kartellstrafen, Verstöße gegen das Kartellrecht müssen natürlich viel höher angesetzt werden, ja, so mit 15 Jahren Gefängnis, ne, oder so, ja, also das muss natürlich viel höher angesetzt werden, also Wettbewerb muss erhalten bleiben, aber es spielt doch keine Rolle, wie groß die Konzerne sind, wenn sowieso jeder Konzern, jeder Marktleiter zum Beispiel eines Lebensmittelkonzerns ja nur dann zum Beispiel bezüglich mir einen Verdienstzuschlag kriegt, wenn er mit seiner Ernährungsberaterin und mit seiner völlig neuen Ernährungspolitik in seinem Markt mir geholfen hat, bessere Wohlfühlnoten abzugeben, also mich wohler zu fühlen und gesünder zu sein, als statistisch bei meinen Vorerkrankungen zu erwarten wäre, also weniger operiert werden zu müssen und so weiter. Ja, und dadurch reicht doch völlig aus. Ich brauche doch keine Konzerne zu zerschlagen, wenn alles so gelenkt ist, dass jeder Konzern maximal meine Gesundheit fördert und mein Wohlbefinden, ja, dann ist doch gar kein Problem mehr. Also das heißt, Felber würde lauter unnötige, überflüssige Sachen machen im Vergleich zu den zweiten Scientists for Future 2, die wir uns alle völlig sparen können, den Riesenaufwand, den er da antreten würde. Übrigens, Felber sagt dann also, ja, die BMW-Erben, die haben ja das 80.000-fache des Geldes, das ihnen zufließt, verglichen mit dem niedrigsten Lohn zum Beispiel bei BMW oder wie auch immer er das rechnet. Und in den USA gibt es einzelne Leute und so weiter, die hätten das 360.000-fache, letztendlich den 360.000-fachen Stundenlohn verglichen mit dem niedrigsten Lohn, der da so üblich ist und so weiter. Und dann machen die ja immer solche Neidabstimmungen, wo dann also fast immer rauskäme eben, dass der Faktor 10 gewinnt. Das heißt, das würde bedeuten, dass eben die BMW-Erben nur noch das 10-fache statt das 80.000-fachen an Stundenlohn sozusagen bekommen würden und in den USA die Leute 360.000 statt 360.000 10.000. Ja, und jetzt ist die Frage, was passiert jetzt? Werden nicht sofort, wenn da solche Vorstellungen dann eingeführt werden von all den Träumern, werden dann nicht sofort einfach alle, die hier in Deutschland bisher 80.000-faches hatten, werden die nicht sofort nach USA gehen, wo sie bis zum 360.000-fachen haben können? Und bei ihrem Reichtum können sie sich doch in USA oder in irgendeinem schönen Land der Erde doch regelrecht ein Paradies kaufen. Die brauchen doch Deutschland gar nicht. Wir brauchen sie.
Aber die brauchen doch nicht Deutschland, ja? Wenn Deutschland mit so einer Spinnerei anfängt wie mit dem Faktor 10, ja? Also das heißt, da ist wieder dieses träumerische, neidische zu sehen. Das wird nichts sozusagen. Natürlich wollen auch die zweiten Scientists for Future 2, dass die Schere zwischen Arm und Reich zusammengeht, aber nur, indem wir wieder zu unserer natürlichen Lebensweise zurückkommen und dann sozusagen unsere geliebten Milliardärskönige alles wieder an ihre Mitmenschen verschenken. Aber das ist, ich kann jetzt hier nicht alles wiederholen, was die, Sie müssen als Zuschauer schon auch alle das gesamte, die gesamten 360 Videos und so weiter schauen, bis sie verstehen, dass sie verstehen können, wie die zweiten Scientists for Future 2 dafür sorgen wollen, dass die Schere zwischen Arm und Reich von selber wieder zusammengeht, ganz ohne irgendwelche Vorschriften, Freiheitseinengungen und so weiter. Das ist alles der falsche Weg, was Felber da will. Ne? Da würde natürlich Dr. Markus Krall bei Felbers Konzepten richtig schäumen, ne? Aber teilweise eben zu Recht. Ne? Und dann spricht Felber von die Naturheiligen. Was soll denn das? Ja, wenn ich jetzt wieder das Beispiel, evolutionsbiologische Beispiel. Hier haben wir einen Staat, der heiligt jetzt die Natur. Das heißt, er macht nicht so wie bei den zweiten Scientists for Future 2, nicht so viel Naturschutz und so weiter. Also die Veränderung des ganzen Landes in einen Garten Eden, so ein gärtnerisches wie so eine Art Park und Gärtner, also so eine Parkanlage, die gesamte Deutschland in ein Park und Gärtnerisches sozusagen, in einen Garten Eden letztendlich zu verwandeln, das würden die Firmen bei den zweiten Scientists for Future 2 machen, weil ja die Wohlfühlnoten der Menschen bestimmen. Aber Felbers, die Naturheiligen, würde wieder bedeuten, dass wieder ganz viele Ressourcen aufgewendet werden, nur um der Natur, um der Natur willen zu dienen. Das ist aber völliger Quatsch, ja, denn es gibt ja auch so etwas, kommen wir nachher zu, so mit den Ökosystemen, die werden verherrlicht. In der Natur ist, die Natur ist anders, ja, die Natur ist anders. Also wir Menschen als Art sollten uns nur darum kümmern, die Natur in Deutschland so herzustellen, dass wir Menschen maximale Wohlfühlnoten abgeben und die bestmöglichen Gesundheitsdaten entwickeln sozusagen, aber nicht die Natur um der Natur willen. Die Natur hat überhaupt keine Bedeutung. Natur, das ist schon x-mal ist alles ausgestorben und so weiter. Die Natur hat keinen Wert. Und Felber ist da ein Moralist, der will dir einen Wert zugestehen. Die Natur hat nur den Wert, dass sie mein Wohlfühlen verbessert und soweit sie mein Wohlfühlen und meine Gesundheit verbessert. Und dann ist Schluss. Dann ist die Natur eben auch wie für den Löwen, das Gnu ein Gegner ist, wo er sich nicht dafür interessiert, was aus dieser Natur wird. Er frisst sie. Ne? Und so müssen wir gesund, vernünftig, naturwissenschaftlich mit der Welt umgehen. Ja, und das Land, das sich eben so um die Natur, um der Natur willen kümmert, ist wieder nicht mehr konkurrenzfähig und wird irgendwann zusammengeschossen, weil es nicht mehr abwehrfähig ist, ja, und so weiter. So, jetzt, wo geht's weiter? Ja, weiterlesen. Ja, die Wohlfühlstimme, ja, also das hatte ich ja erzählt. Jetzt der nächste Satz. Jede Art ist grundsätzlich der Feind aller anderen. Es gibt dann so eine romantische, falsche Vorstellung von Ökosystemen, ja, dass also sozusagen, ja, irgendwie die Ökosysteme heilig sind. Es gibt eigentlich in Wirklichkeit keine Ökosysteme. Das ist eigentlich eine falsche Betrachtungsweise. Es gibt immer in jedem Gebiet einen Widerstreit,
der verschiedenen Organismen, die sich versuchen, gegenseitig umzubringen oder auch gegenseitig aufzufressen. Und nur wenn die Bedingungen alle relativ konstant sind und die Situation relativ konstant bleibt, dann erscheint dann so eine scheinbare Stabilität, ja? Weil alle sich ein Stück weiterentwickeln und wenn alle beide Seiten sozusagen sich auch in der Natur waffenmäßig einfach relativ gleichartig weiterentwickeln, erscheint so ein Ökosystem als relativ konstante Sache. Das ist aber nur der Blick sozusagen. Ja, das ist unser Blick. Jetzt, wenn aus einem anderen Gebiet, zum Beispiel, das haben wir ja auf der Welt öfters, zum Beispiel diese Riesenkrabbe da zum Beispiel aus anderen Gebieten der Erde reinkommt, kann es sein, dass dann eben sich alles verändert, weil die einfach dann kampfstärker ist als alles andere, was da bisher da ist. Und dann verändert sich eben auch die gesamte Natur. Also die Natur darf nicht zum Fetisch gemacht werden. Und auch nicht die sogenannten Und dann spricht Felber davon, aufhören, Waffen zu produzieren. Ja, wann? Also nachdem überall der Kapitalismus beendet ist? Oder gleich. Wenn wir jetzt gleich aufhören, Waffen zu produzieren, gute Nacht. Na, dann habe ich ja schon gesagt, dann wäre Deutschland kaputt. Irgendwann wäre es dann am Ende. Und würde irgendwann wird sich ein Staat erbarmen und Deutschland zusammenschießen. Na? So. Max Otte spricht so, lässt so verstehen, dass er so ein Mensch des Maßes und der Mitte ist, sozusagen. Ja? Mehr Staat an der richtigen Stelle, also nicht so wie bei Dr. Markus Krall, dieser extreme Individualismus und diese extreme Staatsfeindlichkeit, das deckt sich doch recht gut mit den zweiten Scientists for Future 2, die ja auch sagen, nein, wir brauchen eine ideale, echte Planwirtschaft, in der das, was nötig ist an staatlichen Elementen, gemacht wird, aber selbstverständlich auch Marktelemente, Wettbewerbselemente, Leistungsmessungselemente, Transparenz, Leistungsmessung, Ranglisten und so weiter. Also in mancherlei Hinsicht sogar mehr Wettbewerb und so weiter und Leistungsmessung eingeführt werden. Dennoch würde Deutschland, wenn die zweiten Scientists for Future 2 als erstes Land, was wir ja kostenlos machen würden, Deutschland reformieren würden. Deutsche sind ja auch bereit, jedes andere Land der Welt zu reformieren, wenn sie gerufen werden. Und dann solange steht es ja im Wettbewerb zu lauter kapitalistischen Ländern und solange muss es sich absolut verteidigen können und deswegen brauchen wir so lange noch Hochleistung, ja, sozusagen, mindestens so lange, bis dann die anderen Staaten auch sich von den zweiten Scientists for Future 2 leiten haben lassen und beraten haben lassen, wie man den Ausstieg aus dem Kapitalismus macht. Ja, ja. Ja, also Ökosystem war das Wort mehr. Max Otte spricht auch dann, das komischerweise kommt er da leider dem Christian Felber etwas entgegen, auch so mit von wegen die Erde lieben, ja, Ökosystem, ja, also dieses Ökosysteme um das Ökosystems verherrlichen, das ist antinaturwissenschaftlich, so ist das nicht. Das sind so Träumereivorstellungen von manchen, so die also sozusagen die Tiere überhöhen wollen, die Pflanzen überhöhen wollen und das irgendwie überhöhen wollen. Ja? Und diese Überhöhung dürfen wir natürlich, wenn wir Deutschland nicht ruinieren wollen, nicht mitgehen. Ja, Felber will sogar wahrscheinlich den Waffenhandel verbieten, ja,
dann, wenn das jetzt allein in Deutschland und nicht im Rest der Welt gewesen wäre, dann wäre jetzt gerade Europa von den von den Migranten überrannt worden, die die Türkei auf Europa gehetzt hat. Dann wären jetzt vielleicht 4 Millionen Leute hätten Europa überrannt, ja? Ja, wenn wir keine Abwehrfähigkeiten hätten, ja, also sozusagen. Also die, und das ist ja das Problem, war, das habe ich ja schon so oft gesagt, ja, dass, und das Problem dabei ist, ja, dass wir, natürlich braucht Deutschland und Europa Zuwanderung, aber bitte aus dem weit überdurchschnittlich qualifizierten bzw. reichen Bereich. Das wäre dann eine genetische Bereicherung Deutschlands sozusagen, und dagegen hat auch niemand was, weil diese Leute sich ja hundertprozentig assimilieren würden in Deutschland. Aber wir müssen natürlich auch alles dafür tun, dass hier unsere Hochqualifizierten wieder ganz viele Kinder bekommen, ja, und so weiter. Das habe ich aber schon so oft gesagt, ja. So. Wie die zweiten Scientists for Future 2 das machen wollen. Ja, das können Sie alles nachlesen und in den Videos nachhören. Ja, die Christian Felber wünscht sich quasi so eine UNO-Armee als Weltpolizei, aber dazu müssten wir erstmal die United States of Earth, also die USE, überhaupt hinkriegen. Wir kriegen ja noch nicht mal die USNE hin, die United States of Northern Europe kriegen wir ja noch nicht mal hin. Das würden natürlich die zweiten Scientists for Future 2 dringend anraten, dass wir das sofort machen mit englischer Sprache und so weiter. Denn sonst wird das alles nichts. Also wir kriegen ja noch nicht mal die United States of Northern Europe hin, geschweige denn von den United States of Europe. Ja? Und da träumt Felber schon von den United States of Earth, denn es wird keine UNO-Armee geben, die so stark ist, dass sie die USA zum Beispiel im Griff halten könnte. Ich glaube, das sind Träumereien. Na gut, man kann ja diesen Traum machen, aber es ist doch nicht die geringste Spur daran zu erkennen, dass die USA interessiert wäre, dass eine UNO-Armee, es ist doch eher so, dass alle leistungsfähigen Staaten eher alle UNO-Kritik ja ignorieren und Kriege machen, so wie sie lustig sind. Die UNO ist doch eher eine Witzfigur im Moment, und da träumt er davon, dass es also eine UNO, dass die USA zustimmen würde und kein Veto einlegen würde, wenn dann ich weiß nicht, ob man die, also das, die Frage von Felber, also die Felber damit ja aufwirft, ist: Ist es vorstellbar, dass wir die Staaten, dass wir noch nicht die United States of Earth haben, sondern noch diese Vielstaaterei haben und trotzdem wir sozusagen mit einer einzigen Weltpolizei auskommen? Das ist vielleicht denkbar, wenn die zweiten Scientists for Future 2 jeden Staat aus dem Kapitalismus rausgeführt haben. Aber so im Moment kann ich es mir schlecht vorstellen, ne? Bitte mal in die Kommentare reinschreiben, wenn Sie da Hinweise haben, dass das doch möglich sein sollte. Ja? Solange es außerhalb von, das habe ich ja auch vorhin schon gesagt, außerhalb von Deutschland, Europa und so weiter noch Wettbewerbe und Leistungsgesellschaften gibt, müssen wir auch noch auf diesem Level bleiben. Ja? Sonst werden wir jederzeit. Bhutan zum Beispiel ist ja auch so ein armes Land mit seinem Bruttonationalglück, was ja die zweiten Scientists for Future 2 ja nur perfektioniert haben. Ja? Aber Bhutan könnte jederzeit von jedem anderen Land überrannt werden. Denn wenn man nicht Hightech-mäßig konkurrenzfähig ist, dann kommen halt die Hightech-Angriffsraketen und Flugzeuge. Und ja, es ist einfach nur, offensichtlich hat im Moment niemand ein Interesse an Bhutan. Das ist aber reiner Zufall. Das kann sich ja jederzeit ändern. Ne?
Ja, und dann Felber spricht auch von dem Handelsgleichgewicht. Es wird ja überall im Internet immer wieder davon gesprochen, ja, Deutschland exportiert zu viel, es müsse alles ein Gleichgewicht sein. Ist das denn wirklich richtig? Also ist das denn nicht ganz anders? Ist es nicht so, schauen wir uns an, Afrika, ist es nicht so, dass China jetzt nach Afrika, weil sie die Kompetenteren geht, nach Afrika, viele Chinesen nach Afrika gehen und dort Afrikas Ländern Hilfestellung machen, aber in Wirklichkeit natürlich auch der Preis dafür ist, dass natürlich immer mehr Menschen, immer mehr Chinesen sich in Afrika ansiedeln und am Ende vielleicht Afrika ausschließlich von Chinesen bevölkert ist und nicht mehr von Afrikanern. Ja? Also das heißt, ist das nicht, ist es nicht so, solange der Kapitalismus noch nicht beendet ist, wird das nicht viel eher so laufen, dass also ein Staat an den anderen, also hier sozusagen, vielleicht kann ich das hier deutlich machen, ein Staat an den anderen sozusagen seine höherwertigen Tauschprodukte tauscht, also Deutschland tauscht seine Produkte, seine höherwertigen Produkte an andere Länder. Diese anderen Länder sozusagen müssen, um das bezahlen zu können, sehr viel mehr ihre eigenen, etwas weniger höherwertigen Produkte zurückgeben. Dadurch fehlen denen immer mehr Ressourcen im eigenen Lande sozusagen. Die können dann auch weniger Kinder ernähren und sozusagen diese ärmeren Länder, da geht die Bevölkerung tendenziell zurück oder hat zumindest keine Bedeutung. Und dann freut sich das Land darüber, dass dann auch vielleicht Deutsche nach in dieses ärmere Land kommen und dann irgendwann ist dieses andere Land völlig besiedelt von Deutschen, ja, die dann da Hilfestellung geleistet haben. Also also man muss drüber nachdenken. Also auf jeden Fall ist es so, es ist ja auch in jedem einzelnen Staat so und das ist wohl unausrottbar. Ja, das ist nur Träumer wollen das ausrotten. Es ist doch in jedem Staat so, dass sozusagen jedem gesunden Staat, ja, also zum Beispiel Australien, USA, Kanada, England, ja, alle vernünftigen Staaten der Erde wollen ja nur noch überdurchschnittlich Qualifizierte in ihr Land reinlassen, wohlwissend, dass dann nur dann der Leistungsdurchschnitt des Landes angehoben wird und dadurch das Land im weltweiten Wettbewerb einen Fortschritt macht und so weiter. Aber auch jedes vernünftige Land weiß doch auch, dass man eigentlich gucken muss, dass sich die Niedrigqualifizierten nicht so stark vermehren, weil sie sonst einen Riesenballast darstellen und dann eben die Leistungsfähigkeit des Staates eher wieder zurückwerfen sozusagen. Und ich weiß nicht, genauso wie es einen ständigen Wettbewerb gibt zwischen den Kindern von Leistungsfähigen also, und den hochtalentierten Kindern und den wenig talentierten Kindern, ich weiß nicht, ob sich das jemals wird ausschalten lassen. Denn, schauen wir uns die Bonobos an, also nochmal zurück, Erinnerung an die Bonobos. Auch bei den Bonobos, da schenken alle Männer den Frauen und Kindern alles, was sie je erwirtschaften, also finden, einfach an Fruchtbäumen, an Pflanzen und so weiter. Alles schenken sie den Frauen und Kindern. So wie es ja auch in der Gesellschaft, der postkapitalistischen Gesellschaft der zweiten Scientists for Future 2 auch bei uns Menschen wieder werden könnte, ja, wenn alle sich freiwillig dahin entwickeln. Aber auch dort ist es so, die Leistungsfähigsten. Alle haben ein tolles Liebesleben bei den Bonobos. Alle haben durchschnittlich 12-mal am Tag Sex. Aber natürlich haben den intensiveren Sex und den dramatischeren und noch prickelnderen Sex natürlich die leistungsfähigsten Männer der Bonobos.
Ja, und die weniger leistungsfähigen, die haben zwar auch Sex, aber vielleicht nicht ganz so prickelnd wie die. Und vor allem haben ja die Bonobos wahrscheinlich auch wie die menschlichen Frauen diesen Selektionsmechanismus im Unterleib eingebaut, der dafür sorgt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Vater des nächsten Kindes aus dem Hochleistungsbereich kommt, größer ist, als dass das nächste Kind einer Frau in der Gruppe von den weniger leistungsfähigen ist. Also überall ist Wettbewerb, sogar bei den schon ziemlich friedlichen Bonobos und auch bei den total pazifistischen Homo erectus vor 400.000 Jahren, also unseren Urgroßeltern vor 400 bis 300.000 Jahren, da war immer Wettbewerb drin. Also es wird nie eine wettbewerbsfreie Welt geben, weil DNS so ist. Ja, also von daher, also das ist doch gar nicht nötig, dass wir ein Handelsgleichgewicht haben, von dem so viele immer wieder sprechen. Das ist doch überhaupt nicht nötig. Wir müssen doch nur darauf achten, dass wir natürlich den Leuten nicht einfach Kredite geben, dass die sich dann quasi ohne uns ihre Produkte zurückzugeben, ja, also wenn wir als Deutschland ganz viel exportieren, achten aber nicht darauf, dass wir die besten Produkte des anderen Landes davon große Mengen zurückbekommen, sondern das kommt dazu, dass die sich verschulden und irgendwann kommt der Moment, wo sie die Schulden gar nicht mehr zurückzahlen können und dann haben wir Totalverlust, weil wir denen quasi Produkte geschenkt haben. Wenn man das natürlich, das muss man natürlich verhindern. Also wenn man das verhindert, kann man aber doch so viel exportieren, wie man will. Man kann ja dann die dann dadurch sozusagen auskonkurrierten anderen Länder ja nach und nach mit Europäern besiedeln und so weiter. Ja, also ich sehe die Logik nicht, wieso es schlecht wäre, einen Exportüberschuss zu haben. Ich glaube auch nicht, dass China so denkt, sondern China mit seinem Exportüberschuss, offensichtlich neigen die dazu, andere Teile der Welt, wie jetzt Afrika, also mit Chinesen zu besiedeln, mit helfenden Chinesen, ja, die natürlich gerne gesehen sind, ja, weil sie leistungsfähiger sind als die Bevölkerung in Afrika selber. Ja. Und dann sind die Despoten in Afrika wahrscheinlich bereit, die Chinesen ins Land zu lassen und deren Hilfe anzunehmen. Aber dadurch wird nach und nach werden die Chinesen die afrikanische Ursprungsbevölkerung verdrängen, ja, sozusagen. Ja. Teilweise wenigstens. Ne. Ja, von daher, also das halte ich das für eine romantische Idee, dass Deutschland nur so viel exportieren darf, wie es importiert oder so. Ne. Ja. Ja, ich muss kurz lesen hier. Das ist also, was ich eben geschildert habe, ist ja dann so, was die Chinesen vielleicht machen, ist ja eine friedliche, länderübergreifende Evolution in Richtung der höheren Leistungsfähigkeit. Also wenn auch ganz ohne Krieg, auch in einer ganz friedlichen Gesellschaft, der zweite Scientist for Future 2 kann wahrscheinlich nicht ausgeschlossen werden, dass es eben auch da kommt, dann auch zum Beispiel, wenn wir die United States of Earth haben, also die Vereinigten Staaten der Erde haben, dann wird es wohl auch so sein, dass überall auf der Erde sozusagen die Leistungsfähigeren mit mehr Kindern sich ausbreiten, wenn wir wieder gesunde Staatsstrukturen hätten, ja, also und dafür würden ja die zweiten Scientists for Future 2 sorgen. Und die würden nach und nach, und die eine niedrige berufliche Qualifikation haben, würden dann im Durchschnitt weniger Kinder haben. Und dann ist es immer so, dass es sich so die Normalverteilung verschiebt, dass irgendwann
die Erde voll ist mit den Nachkommen von denen. Und die, die damals also weniger leistungsfähig waren, die sind nach 100 Jahren ist davon niemand mehr übrig. Das ist aber doch der Gang der Evolution. Wer das beenden will oder verhindern will, der müsste eigentlich aus uns Menschen die gesamte DNS rausoperieren. Viel Spaß dabei. Das DNS ist eben so, ja. Desoxyribonukleinsäure. Nächste Seite. Felber spricht was Gutes an, ausnahmsweise mal, nämlich, dass wir natürlich nicht invasive Geburten haben sollten. Ja, aber er vergisst dabei völlig, dass das nur gehen würde, wenn die zweiten Scientists for Future 2 das richtig machen. Er selbst würde das gar nicht herstellen können, denn unsere Medizin funktioniert so. Hier haben wir den Schamanen, den Geburtshelfer, die Hebamme, die Naturhebamme, die hingeht und sagt, ja, liebe Mütter, hier, ihr dürft natürlich nicht liegen beim Gebären, sondern ihr müsst in der Hocke, ihr müsst gehalten werden, gehoben werden, gehebt werden, gehalten und gehoben werden, damit euer Kind durch die Erdanziehungskraft sozusagen nach unten, durch den Geburtskanal, besser rausflutscht und dann auf dem weichen Boden fällt sozusagen. Und so mit solchen Naturgeburten, da haben wir die wenigsten Probleme. Ja, aber so eine Hebamme, ja, und der beteiligte Schamane, der dabei ist und so weiter, der kann nicht viel, der verdient nicht viel, weil er nicht viel eingreifen muss sozusagen. Aber hier unser modernes schulmedizinisches System, ja, das also sagt, nein, die Frauen, die müssen sich ins Bett legen, sodass also der Rücken tiefer liegt und das Becken höher liegt, sodass das Kind gepresst werden muss, bergauf gegen die Schwerkraft und so weiter. Und dann natürlich unheimlich viele Geburtskomplikationen auftreten, weswegen man dann ganz viele Kaiserschnitte verkaufen kann und so weiter. Und die machen halt den richtigen Umsatz. Und da Felber keine Ahnung hat von dieser unbewussten Dynamik im Kapitalismus, ja, träumt er von nicht invasiven Geburten. Das wird unsere Medizin nie zulassen, weil sie dann kein Geschäft mehr machen kann. Erst nach der Reform, also erst nach der Einführung der Wohlfühlnotenwahlstimme und der Gesundheitsdaten als Kriterium für die Verdienstzuschläge aller Ärzte, werden alle Ärzte von sich aus auf nicht invasive, naturbelassene Geburten umschwenken. Ja, aber erst, wenn das die zweiten Scientists for Future 2 kompetent und richtig machen, sozusagen. Und nicht, dass Felber träumt halt nur von den Dingen, die er aber gar nicht herstellen kann. Ja, dann Bhutans Fehler. Was ist der Fehler bei Bhutan mit ihrem Bruttonationalglück? Ja? Der fehlende direkte Bezug zu allen Verdienstzuschlägen. Also die zweiten hier, meine Wohlfühlnote und meine Gesundheitsdaten entscheiden über alle Verdienstzuschläge. Aber bei Bhutan ist mir das nicht bekannt, dass sie eine Kopplung machen zwischen den Umfrageergebnissen und den Verdienstzuschlägen aller, die mit diesen Personen zu tun haben. Und das ist der große Unterschied. Deswegen wird das ganze Bhutan-System auch wertlos sein und erzeugt eben nicht, wie das System der zweiten Scientists for Future 2 würde ja jedes Jahr 500 Milliarden plus für Deutschland volkswirtschaftlichen Reingewinn bedeuten, weil der Kapitalismus ein total verschwenderisches, vergeudendes System ist. Und die Bhutan wäre ja jetzt schon ein superreiches Land, wenn sie diese Kopplung geschafft hätten zwischen ihren Glücksbefragungen sozusagen und den Verdienstzuschlägen, die ausgeschüttet werden. Ja? Und dann hätten sie schon längst die ganze Wirtschaft zum Positiven gelenkt und dann wäre Bhutan jetzt einer der reicheren Staaten der Erde. Aber so ist Bhutan natürlich immer noch einer der ärmeren Staaten. Es nützt ja nichts, so etwas wie eine Wohlfühlstimme zu erheben, wenn man das nicht koppelt mit den Finanzflüssen. Ne?
Das ist also völliger Blödsinn. Ja, das bringt ja dann gar nichts. Es ruiniert sogar, weil das ist ja ein Riesenaufwand. In Bhutan treiben die einen Riesenaufwand für diese Befragung. Und der geht ja sozusagen an der volkswirtschaftlichen Effizienz wieder verloren. Also Bhutan macht das Wesentliche falsch. Ja? Und deswegen kann Bhutan auch jederzeit bei Gelegenheit erobert werden. Ne? So, dann äußert sich die Werteunion. Die Werteunion ist also total unkritisch gegenüber den Geschäftstendenzen von Pharma- und Medizinindustrie sozusagen. Also sie sehen überhaupt nicht. Sie sind völlig unkritisch, ob nicht da auch Geschäftsinteressen eine Rolle spielen könnten. Sozusagen, das ist jemand von der Werteunion Berlin gewesen, also ob da nicht sozusagen hier, stellen wir uns eine Medizin, moderne Schulmedizinindustrie und Pharmaindustrie vor, die also alles sozusagen nichts übertreibt, niemals aus der Mücke einen Elefanten macht, dann hätte es auch die Schweinegrippe-Hysterie nicht gegeben. Und in Wirklichkeit hat die sozusagen, wenn das alles sozusagen so behutsam wäre, dann hätte es die 80 Millionen Euro Verlust für Deutschland nie gegeben, für wertlose Medikamente, die nie gebraucht wurden, sozusagen, die sogar noch teuer eingestampft werden müssen oder entschädigt werden müssen, also quasi als Sondermüll irgendwie entgiftet werden müssen. Also eine Medizin, die so vorgehen würde, dass sie also nicht aus jeder Mücke einen Elefanten macht, ja, die würde einfach sehr wenig verdienen, während eine Schulmedizin, die einfach aus jeder Mücke einen Elefanten macht und dann ganz viele Tests verkaufen kann und ganz viele Impfstoffe und so weiter und dann entsprechende Medikamente. Wie war das bei der Schweinegrippe? War das nicht Tamiflu, das dann am Ende kein Mensch gebraucht hat und so weiter und das sowieso nicht geholfen hätte? Ja, also das heißt, wir haben natürlich eine kapitalistische Medizinindustrie, die lieber also tendenziell immer Panik verbreitet, und die Werteunion, das sind so richtige Leute, die dann auch auf sozusagen immer den Bock zum Gärtner machen würden, also Experten einladen, die selber dadurch verdienen, dass sie Panik machen. Ja, also von daher sozusagen, da fehlt also bei der Werteunion, also das, da werde ich auch nicht mehr, ich schaue mir die Videos von denen gar nicht mehr an, das langweilt, ja, wenn jemand so intellektuell ganz unten ist und nicht in der Lage ist, zum Beispiel dieses 80 Millionen Totalverlust für Deutschland angesichts der angeblichen Schweinegrippe sozusagen, wenn sie das nicht denken können, ja, und da nicht kritisch wenigstens Fragen stellen können. Ja, und entscheidend ist ja jetzt zum Beispiel hier, dass jetzt gerade, was passiert denn gerade im Lande? Im Moment, also beim Krieg ist es ja die Rüstungsindustrie, die mal wieder sich die Taschen vollstopfen kann. Im Moment ist es die Medizin- und Pharmaindustrie, die sich mal richtig wieder schön die Taschen vollstopfen kann. Ja, es ist gerade mal. Aber stellen wir uns diesen Milliardärskönig vor, der ist Großaktionär bei der Pharmaindustrie und der Medizinindustrie. Der wird jetzt gewinnen finanziell. Aber alle anderen Milliardärskönige. Alle anderen Milliardärskönige weltweit werden jetzt geschädigt durch die Milliardärskönige, die also die Großaktionäre der Pharma- und Medizinindustrie sind. Denn wenn jetzt dadurch werden ja, die gesamte Wirtschaft wird ja gestört und geschädigt und so weiter, und da kommt es zu Verlusten bei den anderen Milliardärskönigen, und das belegt doch ganz gut, dass das, was ich schon immer erklärt habe, dass im Moment ja jeder Milliardärskönig immer auch geschädigt wird durch die anderen Milliardärskönige. Und er selber mit seiner Tätigkeit schädigt er die anderen. Deswegen, bitte, liebe Milliardärskönige, müsst ihr ja unbedingt dem Ausstieg aus dem Kapitalismus zustimmen, damit dieses gegenseitige Ausschädigen innerhalb der Milliardärskönige aufhört. Ne?
Ja, abgesehen davon, dass natürlich auch alle anderen Bürger geschädigt werden. Aber das interessiert euch ja nicht. Ist ja verständlich, dass ihr euch erstmal nur darum kümmert, wie es euch Milliardärskönigen geht. Und das sollte euch bewusst sein. Im Moment machen die Großaktionäre, die Milliardärskönige der Pharmaindustrie, der Medizinindustrie riesige finanzielle Gewinne und alle anderen Milliardärskönige haben den Schaden. Und das ist doch kein gutes Spiel. Warum denn immer diese gegenseitige Schädigung? Lasst uns doch mit den zweiten Scientists for Future 2 endgültig aus dieser gegenseitigen Schädigung aller aussteigen. Das geht nur durch Beendigung der freien sozialen Marktwirtschaft des Dr. Ludwig Markus Krall. So, ja, weiter. Die Werteunion also ist so ein typisches Opfer. Ja? Also dadurch, dass sie keine Manipulationen durchschauen kann, gar keine. Deswegen, wie gesagt, ich werde mir diese Videos nicht mehr antun. Professor Max Otte ist der einzige Vertreter der Werteunion, der ein gewisses Niveau hat. Auch zusammen mit Dr. Markus Krall gehört ja nichts dazu. Aber also Professor Max Otte, das werde ich natürlich weiterschauen, weil das hat gewisses Niveau. Ja, und jetzt nochmal zum Professor Max Otte. Er erkennt, dass unsere Milliardärskönige selbstverständlich Macht haben, ja? Genau, das ist ja das, weswegen wir ja ganz bewusst, wobei das meine Marotte ist, hier von Milliardärskönigen zu sprechen, aber das mache ich ja ganz bewusst, weil ich ganz deutlich machen muss, wir haben doch gar keine Demokratie, wir haben doch gar keine Regierung, wir werden regiert von unseren Milliardärskönigen. Es ist doch den Milliardärskönigen völlig egal, wer unter ihnen Kanzlerin ist oder Kanzler ist, das spielt doch alles keine Rolle. Das Geld regiert die Welt und das ist so, ja, und es wird immer so bleiben, dass die Leistungsfähigeren im Prinzip den Ausschlag geben werden, ja, sozusagen auch in einer Bonobo-Kommune, ja, also noch einmal, auch in einer Bonobo-Kommune sind die größten Schenker, die beliebtesten von allen, alles richtet sich nach den größten Schenkern und auch in der idealen Form des echten Kommunismus, wenn die Milliardärskönige wollen und wenn dann alle wieder in Kommunen leben wollen, also in unserer natürlichen, genetisch verankerten Lebensweise wieder zurückfinden nach dem riesen Irrweg des Kapitalismus, der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, ja, wenn wir dann also, wenn es wirklich dazu kommt, dass wir dann von freiheitlich und völlig freiwillig alle wieder tendenziell in Kommunen leben, also in einem echt kommunistischen Gesellschaft leben, sozialistisch-kommunistisch-planwirtschaftlichen Idealgesellschaft leben, die genau das Gegenteil natürlich ist von Stalin und Co., ja, sozusagen wird es immer noch so sein, dass die Milliardärskönige, also die Leistungsfähigen in den Gruppen, dass sich alles, dass man auf deren Rat hören wird, dass die Gruppen lenken werden, alles zwar in Liebe, aber es wird wieder so sein, dass die Fähigsten sozusagen, dass die Gruppe auf die Fähigsten hört und nicht auf die Dümmsten. Ne? Also immer wird es so sein, dass immer die hier das Schicksal der Menschheit bestimmen und zum Glück nicht diese. Denn wenn wir die, so wie Christian Felber und solche Leute, das bestimmen lassen würden, dann geht die Welt kaputt. Ich habe ja jetzt die ganze Zeit aufgezeigt, dass Christian Felber, also Professor Max Otte ist da viel kompetenter, also der würde Deutschland nicht so zerstören, wie das Christian Felber täte. Ja gut, jetzt gehen wir mal zum Nico Pech, wieder so ein Deutschlandzerstörer, ja, also die werde ich mir auch nicht nochmal antun, die Videos, das langweilt total. Ich sag mal, was er für Fehler macht, für Zentralirrtümer sozusagen aufweist, für antinaturwissenschaftliche Irrtümer. Er beschwört einen, ich mach mal lieber ein schöneres Bild hier. Er beschwört einen angeblichen Konsum-Burnout. Es ist quasi so, der Nico Pech ist wie so ein Beschwörer, der den Leuten Ängste versucht einzuimpfen, dass sie ihre Konsumsucht umbringen würde, ja, oder ihnen schaden würde. So nach dem Motto, hör auf zu konsumieren, dann kriegen wir eine Postwache.
Wachstumsgesellschaft. Hör auf, wenn du zu viel konsumierst, dann kriegst du ja irgendwann einen Konsum-Burnout, ja, und diese schreckliche Krankheit, davor musst du dich schützen, indem du deinen Konsum zurückführst und dich auf das Genug beschränkt, ja, genügsam wirst. Ja, aber er kapiert überhaupt nicht, weil ihm dafür völlig die wissenschaftliche Basis fehlt, versteht er überhaupt nicht, dass wie war die Entstehung der Konsumsucht? Dieser Händler verbreitete Geschichten wie, ach, toll, dass die Nachbarkommunen sich so besuchen und dann so schmusen miteinander und sich alle so lieb haben und sich gegenseitig helfen und dann wieder zurückhelfen, ein Geben und Nehmen mit den Gruppen der Region, besonders weil ja auch die Kinder, die Enkelkinder jeder Gruppe in der Nachbargruppe leben und so weiter. Ja, also ein Netz von Gruppen, das friedlich den Planeten überspannt sozusagen. Damals war der Planet natürlich ausschließlich Afrika, weil alle Menschen vor 400.000 Jahren lebten, alle unsere Vorfahren lebten in Afrika. All die anderen, die vom Homo erectus aus in andere Welt ausgewandert sind, spielen ja heute keine Rolle mehr, weil sie alle ausgestorben sind. Ja? Also übrig geblieben sind ja nur die Nachkommen derjenigen, die vor 400.000 Jahren alle in Afrika lebten. Ja? Alles andere ist ja ausgestorben. Ja? Und hier der Händler, der hat entwickelt einen Irrtumsgedanken, einen gewinnbringenden Irrtum sozusagen und sagt, nein, wie eklig dieses viele Geschmuse in den Kommunen und so weiter und dieses viele Zärtlichkeit, ach, wie unmoralisch, wie unkeusch, wie eklig und macht Propaganda dagegen. Die Leute, Menschen sind beeindruckbar, sie schmusen weniger. Die Vorfahren der Milliardärskönige, also die leistungsfähigsten in der Gruppe, fühlen sich nicht mehr geliebt, hören auf, alles den Frauen und Kindern zu schenken und so weiter. Und sozusagen durch diese Unterdrückung des Liebeslebens von den Kommunen erleiden alle Menschen einen Glückshormonmangel und werden alle potenziell konsumsüchtig. Jetzt mal viel Spaß, Professor Nico Pech, ja, Peich oder Pech. Ich denke, da werden Sie Pech haben, Professor Pech, da werden Sie Pech haben gegen diese gewaltige Macht einer so künstlich erzeugten Konsumsucht mit solchen Appellen und kleinen Drohungen mit Konsum-Burnout, er hat noch was, womit er droht, damit irgendwas erreichen zu können. Also ich glaube, das wird nicht mehr als eine Lachnummer bleiben. Ne? Er spricht zwar auch richtig von Ersatzbefriedigung, aber er hat nicht verstanden, wie tief diese Süchtigkeit nach Ersatzbefriedigung im Kapitalismus ist. Ne? Das versteht er nicht. Ne? Ja, er ist also sozusagen ein Prediger der Selbstgenügsamkeit. Leute, werdet doch alle selbstgenügsam und nächste Woche steigen wieder die Konsumzahlen. Ja, jetzt bei wegen Corona vielleicht nicht, aber wenn Corona vorbei ist, dann wird wieder konsumiert. Auf Teufel komm raus, ne? Ja, die Suffizienz, das ist das Genug, ja. Also er will quasi die Religion des Genügs begründen. Er ist eben auch Attac, wie Christian Felber auch Attac-Mitglied und das ist halt doch so ein Sammelbecken von Träumern. Ne? Aber Christian Felber, da sind wenigstens gute Elemente drin, deswegen werde ich selbstverständlich alle, das ist ein würdiger Gegner sozusagen. Die zweiten Scientists for Future 2 sind natürlich tausendmal fähiger als Felber, aber das ist ein gut interessanter Gegner, genauso wie Professor Max Otto und Dr. Markus Krall. Das sind würdige Gegner, Diskussionsgegner sozusagen, mit denen kann man sich auseinandersetzen. Aber diese Attack-Träume, dieses Sammelbecken von Träumern, das Attack darstellt, da kommt halt nicht viel Vernünftiges raus. Ne? Ja, Professor Nico Pech versteht auch nicht, dass dieses die Welt kann auch überleben, ohne dass wir uns mäßigen. Also er versteht den Mechanismus nicht, ja. Wieso soll sich jetzt die USA zum Beispiel, der Trump, der hat das ja begriffen, der hat ja ein gewisses Gespür dafür, wie die Realitäten sind, ne? Auch ganz ohne Naturwissenschaft.
Aber er ist sich doch klar, ja, okay, wir USA, wir sind die Kings hier, ja, wir sind hier in der Leistungsfähigkeit, sind wir von der Gesamtweltbevölkerung, ist die USA im Durchschnitt so, gehört zu den leistungsfähigeren, unsere Waffentechnologie ist weit, na, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe das Ding zugemacht. Moment, das muss ich wieder aufmachen. Verlauf. Nee, es ist nicht. Dann muss es ja noch da sein. Nee, es ist weg. Ja, warum es jetzt weg ist? Na, Verlauf. Ach so, die sind beide verschwunden, ne? Oder? Na. Ja, ich wollte die Normalverteilung zeigen. Ich muss ich nachher reparieren. Die Normalverteilung zeigen, ja. Und die Amerika ist waffentechnisch weit überlegen, ja. Und natürlich kann Amerika und China und Europa und so weiter können natürlich die dritte Welt so handelsmäßig so runterknüppeln, dass die also dann nur noch einen ganz geringen CO2-Fußabdruck haben und Amerika, USA hat dann noch den großen Fußabdruck. Warum soll das nicht funktionieren? Warum soll das nicht gehen? Ne? Also, und zum Beispiel stelle ich mir, wenn ich mir vorstelle, dass irgendwann Afrika riesige Mengen an Giften in die weltweite Atmosphäre rausschickt, ohne Rücksicht auf die eigene Bevölkerung, dann wird es halt mal einen Militärschlag gegen Afrika geben und dann werden deren chemische Abgase da gestoppt, ne? Also ich sehe das Problem nicht, ja? Also wieso sozusagen, wieso sich jetzt die Trump mäßigen soll, damit wir das alles hinkriegen und so weiter. Es geht auch anders. Es geht das so, dass die dritte Welt sich mäßigt und zweifelsfalle mit Gewalt und so weiter. Wie gesagt, ich will eine pazifistische Welt, ja, aber das geht nur, können ja nur die zweiten Scientists for Future 2. Und solange die zweiten Scientists for Future 2 nicht gehört werden und nicht das umgesetzt wird, werden wir diese pazifistische Welt nicht haben, sondern einen Killer-Kriegskapitalismus. Und dann ist es so, wenn die USA sieht, dass die Atmosphäre in irgendeiner Weise bedroht ist, dann müssen wir halt mal dafür sorgen, dass von Afrika und von der Dritten Welt und so weiter keine Emissionen mehr ausgehen. Ja, dann reicht die Luft noch für die USA, ne, sozusagen. Ja. Also das sind alles so Träumerideen. Ne? Das ist so ähnlich wie wenn man vorm Löwe steht in Afrika, so wie die Frau in Afrika, die da als Touristin sozusagen aus dem Auto ausgestiegen ist und ach, die schönen Löwen fotografieren wollte und dann kam eine Löwin, ein Haps weg, tot war sie, ne? Also was hat denn ein Löwe für ein Mitleid mit einem Menschen? Gar keins. Ein Haps, guten Appetit, ne? Also so ist die Welt, ja? Und diese pazifistische und die ganze Welt überziehende, dieser echte Kommunismus, wo eine pazifistische Gruppe die anderen weltweit die ganze Erde überzogen ist von pazifistischen Gruppen, die dann auch Geburtenkontrolle betreiben und so weiter auf natürliche Weise, das geht nur mit den zweiten Scientists for Future 2. Ohne das wird das bei der Welt der gewaltsamen Auseinandersetzung bleiben, denn der Kapitalismus ist der Förderer von Gewalt schlechthin. Ja, also. Zu Recht sagt Nico Pech, Professor Pech, dass eben der Umsatz von Antidepressiva steigt rasend. Ja, und er erkennt auch, ja, das ist ja eine Ersatzbefriedigung und so weiter, ja, und so weiter. Ja, aber Pech versucht, das Problem zu lösen, indem er den Leuten sagt, ja, hier, ihr kriegt, also vielleicht habt ihr die Depressionen alle deswegen, weil ihr eine Art Konsumverstopfung habt, ja, also quasi eine Darmverstopfung, also eine Konsumverstopfung. Ihr konsumiert einfach zu viel und das macht euch depressiv. Aber das ist natürlich ein Trick, der einfach nicht, den niemand glauben wird, ne? Denn die Realität ist ja eher im Gegenteil, genau das Gegenteil, nämlich hier sozusagen durch diese Glückszerstörung, durch den Kapitalismus, durch die freie Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall
mit ihrer immens glückszerstörenden Element sind die Menschen potenziell depressiv, weil auch trotz aller Tonnen von Konsumsucht und Kaufsichtsucht und so weiter und Urlaubssucht bleiben sie trotzdem depressiv, weil der Kapitalismus ja jeden Tag noch mehr unser Lebensglück zerstört, ne? Um den einsamen, kaufsüchtigen Single zu erzeugen. Ja? Ohne bewusste Absicht. Das ist der Automatismus im Kapitalismus. Ne? Ja, also dieses Drohen mit der Konsumverstopfung und die Volkskrankheit Depression, die weltweite Depression als Konsumverstopfung umzudefinieren, das wird wohl keinen Erfolg haben. Ich wünsche es, wäre ja schön, wenn er Erfolg hätte. Ich glaube nur nicht dran. Ne? Und dann spricht er vom nachbarschaftlichen Austausch. Ich benutze den Rasenmäher vom Nachbarn und der Nachbar darf meine Waschmaschine mitnutzen. Das wäre auch wieder Postwachstum sozusagen, ja? Minuswachstum und so weiter, Degrowth. Aber es wird nicht kommen. Warum? Der Kapitalismus hat alles getan. Also hier war der Händler, der die Menschen nicht zur Aggressivität und zum Gegeneinander und zum Streiten aufgehetzt hat. Der kann nicht viel verkaufen. Der Händler hier im Kapitalismus, der hetzt die Menschen zu Streit auf, den Nachbarn zum Gegeneinander und so weiter. Und das ist ja der Grund, warum die Nachbarn so wenig Kontakt zueinander haben, weil sie aufgehetzt sind, weil sie auch Angst haben vor der Aggressivität des Nachbarn und dann lieber Nullkontakt haben. Und deswegen, aufgrund dieses Nullkontakts, gibt es auch keine Gespräche über den Rasenmäher und die Waschmaschine, sondern jeder kauft sich brav seinen eigenen Rasenmäher und seine eigene Waschmaschine. Und so gewinnt ja der Kapitalismus. Ja? Und diese Art von Tauschhändler, der solche Botschaften verbreitet hat, hat sich ja in der Evolution ausgebreitet und die Handelsimperien begründet, die wir heute haben. Ne? So, also das heißt, das scheitert, also Nico Peschs gute Idee scheitert auch in der Aufhetzung zum Gegeneinander. Ja? Also auch dieses ganze Sharing, das wird wohl nie große Zahlen erreichen, weil eben die Menschen sich ja aktiv zurückziehen von anderen Menschen, weil sie Angst haben vor der gegenseitigen Aufgehetztheit und selber auch natürlich ja dann auch sich sehr schnell mit den Nachbarn streiten. Und also gibt es dieses ganze Sharing nicht, ne? Jedenfalls nicht im nennenswerten Ausmaße. Ja, so ein paar Ökoträumer machen das, aber der Rest der Gesellschaft, den interessiert das gar nicht. Ja, ja und dann dann will ja Christian Felber oder will das auch Nico Pech, also diese Eigentumsbegrenzungen durchführen. Wie gesagt, das habe ich ja schon gesagt, das ist alles völlig überflüssig, wenn wir die Wohlfühlstimme sozusagen und die Gesundheitsdaten nehmen und daran alle Verdienstzuschläge koppeln, dann ist es scheißegal, sozusagen, wie viel jemand besitzt, er wird trotzdem mein bester Freund sein und wird alles dafür tun, dass ich glücklicher und gesünder lebe. Und er wird vor allem jeder Milliardärskönig wird alles dafür tun, dass ich gesünder lebe und alle anderen Milliardärskönige auch gesünder leben dürfen, glücklicher und länger leben dürfen, weil die entsprechenden Wohlfühlstimmen entsprechend positiv ausfallen und dann jeweils der jeweilige Milliardärskönige die größten Verdienstzuschläge kriegt. Und ob er dann irgendwann alles an die Frauen und Kinder seiner geliebten Kommune nach und nach verschenkt, er kann ja sowieso nichts mitnehmen oder muss es ja sowieso irgendjemanden vererben. Ja, und dann wird die Schere zwischen Arm und Reich zusammengehen und wir sind dann im echten naturwissenschaftlichen Kommunismus gelandet und nicht in den Spinnereien dieser Raubmörder und Diebe wie Stalin, Mao und Co. Ne? Also, das war's für jetzt, oder? Habe ich noch eine Seite? Nee, das war's für jetzt. Das waren die wichtigen News, die wirklich wichtigen News. Das andere ist ja alles unwichtig.